bereit? Drei, zwei, eins. Check auf YouTube und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Portal 2 Koop mit Xen. Hallo, wie geht's euch? Ist das nicht schön? Noch eine Folge Portal. Ich freue mich schon so drauf. Jetzt tue ich so. Meine Augen tränen. Mein Gehirn pocht. Das ist bestimmt Corona. Ja, wahrscheinlich. Corolla. Was ist der Corolla? Ein Toyota Corolla ist da eingefangen. Dieser Kodak-Virus oder wie das heißt. Ich kann nicht mehr. Willkommen in der Zukunft. Seit euren letzten Tests mit mir sind 100.000 Jahre vergangen. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst, ohne euch. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Die Menschen wollten unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Das erste Werk nenne ich Türme. Es zeigt, dass wir willenlose Maschinen sind, die nach einfachen Regeln handeln und Schmerzen zufügen, auch wenn es uns widerstrebt. Lasst euch aber nicht vom Text verwirren. Die wahre Botschaft lautet, sie schießen auf euch. Ich brauch den Prisma-Würfel erstmal, dass du die Turret hier kalt machst. Warum? Deswegen schicke ich ihn dir die ganze Zeit rüber. Du hast den Laser auf deiner Seite. Und? Das Prisma-Würfel lässt sich den Laser umdenken. Was denn du? Au. Was machst du? Da hinten, hinter dem sind noch mehr, deswegen gucke ich gerade, ob ich die ausschalten kann. Ja, geh hier hin und mach die Turret da drüben kalt. Ach, das geht durchs Glas durch. Okay. Sowas Langweiliges. Doch gecheatet hier, ich sag's dir. Jetzt. Brauchst du den? Sag ich doch. Dass der dich gleich hören kann. Ja, aber vorher muss ich den Turret kalt machen. Ach, stell dich doch nicht so an wegen den paar Turrets, die jetzt doch vorher haben können. Würfel, fertig. Fahr es bloß, wie ich jetzt herüberkomme. Der Laser muss bei dir eigentlich. Ah, alles klar. Gut. Dafür gibt's die Markierung am Boden. Ja. Du kommst ja jetzt noch nicht ums Eck. Mhm. Tu mal den Laser via Portale umleiten. Setz da mal, dass der Laser da so rauskommt. Jupp. Au. Setz den mal ein kleines Stückchen weiter rüber. Das, genau. Hast du eigentlich mitgekriegt, wie Gladys betont hat, dass die ganzen Menschen noch am Leben sind? Nee, das ignorieren wir. Oh, stimmt ja, nichts faul da dran. Oh boy. What now? Jetzt bist du erstmal in der Reihe. Ich muss springen, das hat mir gerade noch gefehlt. Hast du bei dir drüben irgendwie? Ja, ich muss den Würfel zu dir rüber schicken. Welchen Würfel? Ich muss dir erstmal irgendwo hinkommen, wo man den Würfel hat. Okay. Ah, oh, das ist ja nicht mein Würfel. Ja. So, du kannst jetzt hier rüber. Via Portal. Oh boy.
nicht da rein. Das sehe ich auch. Hin, da ist ein hässlicher. Ja, ich weiß schon. Wo liegt bloß gerade wie? Ich rate mal, dass wir jetzt gleich. Warte mal, wie weit. Kannst du hier durch? Nee, ne? Du kannst bloß noch da. Okay, aber ich könnte theoretisch noch. Nee, hilft uns auch nicht. Na, warte mal. Was sehe ich bei dir schon ganz schlecht? Ja, das ist wirklich Ping-Pong. Und vor allem müsste ich darüber. Gut, darüber kommen ist für mich jetzt nicht das Problem. Aber wenn ich hier durchgehe, bleibt doch der Ball noch bestehen, oder? Also ohne den Ball, meine ich. Der Ball bleibt, aber deine Portale sind weg. Das ist ja erstmal vollkommen Schnuppe. Aber. Ich denke, das bringt uns nichts, weil. Ich vermute fast, wir müssen das komplett von Anfang an machen. Du wirst ja jetzt hier nicht. Der Ball wird durchgeschossen. Guck mal, da hinten. Nee, warte mal, wo kommt er durch? Ja. Geradeaus dann durchgeschossen, kann das sein? Nee, sieht zu kompliziert aus. Warte mal, Wald haltet, ich kann ja mal gucken, was. Von deinem Standpunkt aus noch hier ran? Von hier so an den Ball? Nee. Nee, hier. Keine Ahnung, wo du gerade eben gezeigt hast. Warte mal. Kommst du von da drüben noch dahin? Geh mal wieder rüber. Nee, hier ist ja das Blaue dafür. Du musst erst wieder dort rüber. Guck mal, ob du von da drüben dahin kommst. Nee, keine Chance. Die gucken, das sehe ich von hier aus nicht immer. Also wir haben ja da drüben zwei so eine Flächen, ne? Zwar nicht zum Spaß. Also leiten wir den Ball mit Gewalt hier rüber. Es bleibt erstmal hier, setz dein Portal da und da. Was? Da. Wieso da drüben? So, lass mich mal machen. Da. Und dann landet er da, wo ich hin muss, irgendwann einmal. Und da müsste ich den Ball auffangen. Und wenn ich nicht da bin, siehst du, was passiert. Und deswegen muss ich zwischendurch nämlich oder rüber. Und ich muss wissen, wann ich meins wegmachen kann. Genau. Ja, mach nur. Sobald er da rauskommt, bin ich ein, zwei weg. Das war knapp. Das war etwas mehr knapp als notwendig. Kommst du bitte mal hier rüber, dass ich hier durchkomme? Danke. Scheiß Ball. Da liegen bleiben. So. Gott im Himmel. Das war ganz gut. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ja. Oh ja. Ich habe Zeit gelassen. Nicht, dass wir es eilig hätten. Alles in Ordnung. Oh yeah. So, was esse ich heute? Ich wollte mir heute Lasagne machen, ne? Gut, ich glaube nicht, dass ich 16 Uhr noch anfange, Lasagne zu machen. Oh, Lasagne habe ich heute, glaube ich, auch in Aussicht. Ich mache dann nämlich nach der Aufnahme wieder Wir nehmen nicht alle im Schloss mit unserer eigenen Königin, Köchin, ja. Es sind Reste. Ein guter. Ja. Sie hat mich extra. Stampfer. Ein frühes, primitives Werk. Ich schäme mich fast ein wenig, aber es kann euch immerhin zerstampfen. Ballad. Jetzt abwechseln mal was Lustiges. What the hell? Also ich schätze mal, wir brauchen einen Prisma-Würfel. Irgendwo da oben? Yep. Den haben wir ja. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wohin wir den brauchen. Dort, wo der Laser ist. Das ist nicht wo der Laser hin soll, ist gemeint. Aha. Mal kurz. Jetzt. Alles klar, bleib mal so stehen. Muss ich ja. Ja. Okay, gut.
Genau. What? Oh. I get it. Hold on. Wieso ich immer meinen Kopf nach rechts lenke, um bei dir auf dem Bildschirm irgendwie was anderes zu sehen? Herrlich. Wo ist der schnell hin? So, hier muss der Laser. Aha. Lido ist da. Nee, und dein blaues bitte da. Das ist ein bisschen arg. Sollte hoffentlich in der Theorie funktionieren. Knapp, aber ja. Ha! Dammit. Okay, hold on. Ich geh mal hinterher und guck mich mal um. Hau den mal kurz runter und dann setz den mal da drüben bitte wieder rein. Dann müssen wir uns in der Zwischenzeit auf den Lift stellen. So, was willst du wo und warum? Dort drüben in den Traktorstall wieder reinhauen. Ciao. Ja, jetzt kommst du bitte auf den Lift. Es gibt hier einen Lift. Wie ist jetzt? Jetzt? Ah, bloody hell. Der Prismawürfel hat natürlich auch eine Ausrichtung. Ah, wie schön. Ich bin dann schon mal hier. Oh, die Portale machen es natürlich spiegelverkehrt. Alter, ich krieg gleich die Kratze. Trial and Error, ne? Ich glaube, ich muss mal googeln nach irgendwelchen YouTube-Videos, die zeigen, wie eine künstliche Intelligenz Portal 2 spielt. Ich glaube, das ist höher entwickelt. Der Spannung steigt. Ich weiß nicht, ob Code Bullet dazu was gemacht hat. Der macht sie, der tut ja sicher. Gut, weiter zum nächsten Testkunstwerk. Lasst es auf euch wirken, interagiert, als wolltet ihr es lösen. Es wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Oh. Code Bullet, der macht ja solche selbstlernenden KIs. Allerdings habe ich bei ihm bloß gesehen, dass er meistens solche, wie zum Beispiel dieses Dinosaurier-Spiel von Google, ja, dann da drauf eine KI programmiert hat. Gibt's ja zig KIs für alles. Ja, aber der hat eben halt so eine selbstlernende KI programmiert, die das Spiel dann eben diese halt, bis was weiß ich. Dass sich durch eine künstliche Sicherheitsethik keine Erkenntnisse gewinnen lassen. Redet GLaDOS bei dir gerade oder ist sie auch still? Nö, die redet gerade. Irgendwas mit Erkennung. Ja, die KIs gibt's ja wie Sand am Meer. Was war das da oben? Aha. Was gibt's hier noch? Gibt's da eine Möglichkeit, den Grill zu deaktivieren? Och, du Scheiße. Wenn du dich denn nicht hinterher bewegst, sehe ich nichts von deiner Perspektive aus. Rechts rum, ja, weil da ist das Ding. Wo ist der? Ja, jetzt, wo ist der angeschlossen? Das muss ich erstmal sehen. Nach links gucken. Ja, genau, da hinten. Da. Also muss ich da hinten irgendwo. Was ist da hinten? Der Schalter, okay. Keine Ahnung, ob ich den rankomme. Ich gehe mal kurz spazieren. So, da ist deins. An den Schalter komme ich wahrscheinlich so auch nicht so ganz ran. Wir gucken mal kurz. Aha. Sprungbrett? Ne, nee, wirklich. Nee. Falsche Richtung. Hm? Was machst du? Hm? Oh, hey. Lass mich raten, gleich wird wieder geflogen. Oh, I get it. Du müsstest... Genau, das habe ich befürchtet. Gleich geht's wieder schnell. Ich bräuchte dein lilanes Portal auf der Seite. Geht wohl, bin leider. Ja, das Problem ist bloß, dein blaues Portal bräuchte ich auf der anderen Seite.
Heißt, ich brauche dich, deswegen wäre wahrscheinlich das Ding hier drüben sinnvoll gewesen. Ach so, warte. Ja, klar. Ja, haben wir diesen Zoom hier. So, gegenüber. So, und zwar. Mal gucken, wann das bemerkt. Okay, ist nicht mal zeitlich begrenzt, einwandfrei. Ich denke, du kannst dort gleich stehen. Nee. Würfel und so. Nee, ich denke, du musst da rüber. Ja. Steht's? Ja. Wieso? I don't get it. Ich hätte gern den Würfel. Ja, den ich hier, aber hier auch nicht brauche. Wo musst du überhaupt da hin? Da vorne? Aber. Weil so ist der einzigste Weg, wie wir den herauskriegen. Hä? Warte mal kurz, ich bin gleich. Nee. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann, ne? Würfel und so. Oh, weil okay. Ich vermute, ich spring mal los, du guckst mal, wie lange es dauert. Hier, los, auf die Plätze, fertig, los. Okay, das war zu viel. Egal. Sollte also relativ schnell gehen. Gib du mal einen Takt vor, du hast es besser im Auge. Ach so, du kannst auch von drüben wieder springen, okay. Mhm. Klasse. Das hat geklappt. Sehr gut. Ihr habt alle Metaphern dieses Exponats in Rekordzeit entschlüsselt. Ich betrachte es als künstlerisch wertvoll. Metaphern, mhm. So. Oh Gott, oh, mein Nacken. Oh, oh Gott. Man merkt eine leichte Degeneration des vorderen Zerebrallappens. Gib dort gleich Lappen, du Lappen. Was? Na, alles gut. Das ist auch der Teil, der fürs Denken zuständig ist. Objekt heißt, ist eigentlich egal, wie es heißt. Hauptsache, du hast deinen Spaß. Genieße es so schnell du kannst. Wieso schnell? Gladders, was hast du wieder verbockt? Au. Was war das? Entschuldigung. Springen, bong, bong, bong. Okay, ja doch, das könnte klappen. Okay, weiter rübersetzen kann ich's nicht. Jetzt müsstest du nochmal auf der anderen Seite hier so. Bin schon auf dem Weg. Oh, works. Gott, mein Kopf. Kann man sich nur selbst aussperren? Ballad. Was machst denn du schon wieder? Oh, okay. Ist ja nicht so, dass wir Sprunggel hier haben.
Was machst du und wo bist du schon wieder? Was soll das? Was machst du, ist eher die Frage. Jesus Christ, dass der immer irgendwo rumhumpeln muss. Ah. Betragen 5. Ganz klarer Fall. Ja. Oh Gott, nein, nicht bitte schon wieder. Wir müssen erstmal da. Wo ist der Schalter, um das Ding los? Da geht's davon ganz alleine schon. Gut, sehr gut. Das reicht mir noch nicht. Ich denke eher, dass wir... genau. Mach mal die Lichtbrücke mit deinen Portalen. Wenn ich sehe, wo die beginnt einmal und das andere ist... keine Ahnung, wo ist die Lichtbrücke? Ah, da oben. Hier unten. So rum. Hier schon. Na, kommst du wohl... Oh, bin ich denn? Ja. So, jetzt kannst du eigentlich... Warte, ich mach mit meinen Portalen... Nee. Da rauszukommen heißt ja nur hier dagegen und dann bam und raus. Also müssen wir da, wo du stehst, Anlauf nehmen, rausspringen durch das Portal hinter mir und dann zack, 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 boom. Alles, was wir brauchen, ist den Würfel, der da oben ist. Deswegen wir erst einmal, warte, aus gar nicht so lange laufen, zack, zack. Achso, wer da braucht deine Portale? 1, 2 und weißt schon Bescheid noch. Geht klar. Braucht der hier mal Ewigkeiten. Los geht's. 1, 2, los geht's. Ich hab die Lichtbrücke, mach du mal. Okay, dann mach ich das Skill. So. Und jetzt brauchen wir 1 und 2. Und dann bleibst du mal dort, wo du bist. Nee, halt, du musst auch schon noch das Sprunggel setzen. Sprunggel. Mach ich doch. Ja, jetzt, gut jetzt. Verzögert. Zack. So, und jetzt können wir von hier oben, ich nehme den Würfel mit und brauchen das. Bum, 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 bum. Also 1. Gib erstmal den Würfel her. Wozu? Du machst das schon. Oh. Ich nehme den Würfel. So, dann müsstest du mal da. Geht los. Ah, das ist doch nicht so. Okay. Was macht denn du? Er ist einfach mal durchgeflogen. Tot, aber das habt ihr ja bereits so gemerkt. Nochmal. Dann mit voller Geschwindigkeit da raus, sag ich doch. Da. Allerdings bringt uns das so nix. Doch, weil du da... Guck mal, du brauchst immer von da, wo du bist, weil die Lichtschranke irgendwann mal wieder da ist und du aufhörst, hier rumzufummeln. Jetzt kannst... Achso, mach du mal die Lichtschranke. Weil alles, was wir brauchen, wir müssen da raus. Über die Lichtschranke, wo du stehst, mit dem Würfel. Zack, und dann sind wir bam, 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 raus. Komprende? Ja, erstmal das hier und dann hier oben und dann tschüss. Das dauert jetzt ein bisschen, weil die Verzögerung haben wir die Dinger. Nö. Mit dem Würfel durch das Portal hinter dir. Unten. Was willst du denn mit dem Und dann Portal? Von da, guck mal, von da. Würfel brauchen wir nicht, Entschuldigung, der kann bleiben. Von da, wo der Würfel steht, Anlauf nehmen. Respektive schaffen wir das hier überhaupt Anlauf zu nehmen. Egal, dann gleich sehen. Entschuldigung. Und jetzt muss 1 und dann hopp und hoch. Ja, dann setz die Portale. Ich kann dich setzen. Okay, und zwar... Das Problem ist aber, das funktioniert sowieso nicht, weil wir müssen ja hier unten reinrennen. Nee, müssen wir nicht. Och. Alles, was wir müssen, ist da reinspringen mit genug Anlauf. Und jetzt,
verabschiede ich mich mal kurz für eine Sekunde. Bitte nicht schon wieder Anlauf nehmen, danke. Ich gehe mal vor. Lass den Würfel los, Drecksteil. So. Tschüss. Boing, das war schon zu viel. Okay, zu früh. Siehst du, was ich meine? Wupp, lop. Lass den Würfel stehen, habe ich gesagt. Okay, das muss ein bisschen besser getimt werden. Du musst nicht selber springen. Der springt von alleine, wenn du mit Anlauf... Deswegen springe ich gar nicht. Deswegen springe ich gerade... Okay. Kann ich den mal kurz irgendwo an... Hier, so, blau, lass mir Ruhe, danke. Und jetzt da oben. Jetzt muss ich dem gleich wieder erklären, dass der das anders setzen soll. Soll ich das hier, das blaue... Ja, das ist immer noch zu hoch. Ist aber ein bisschen scheiße. Lass mich kurz überlegen, weil die beiden da hinten haben wir auch noch. Die da hinten haben wir auch noch. Ich vermute mal, wir machen das schon wieder unnötig kompliziert. Genau. Und jetzt haben wir das Blaue. Und dann brauchen wir nämlich gleich gar nichts mehr. So, und jetzt, warte mal, blau und los geht das Ganze. Geht doch. Works. Oh Gott, meine Sinne. Sagt er, wir machen es uns unnötig kompliziert. Exponate haben aktuelle Relevanz. Aber bis du dort ankommst, werden sie eher historische Bedeutung haben. Wie süß. Okay. Das Schöne ist, man wird immer erst beleidigt, nachdem man das Rätsel schon gelöst hat. Oh, die Demontage ist defekt. Kein Grund zur Sorge. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicher Weise, ist es sogar lustig. Ha, ha, ha. Also haltet euch bereit. Ich öffne jetzt den Kontrollschacht. Oi. Das heißt, nur noch ein Leben, dann ist Game Over. Die... Auseinandernehmen-Station funktioniert nicht. Der hat ja nichts von der Assembly-Station gesagt. Unter jeder Demontagestation ist ein Schalterraum. Findet ihn und schaltet den Strom ein. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kunstmüll. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Das war gelogen. Es sind 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage. Warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Wieso? Weshalb? Warum? Da sind die Trennschalter. Schaltet den Strom ein. Beeilung, wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Wo rennen wir hier schon wieder rum? Kannst du mir mal sagen, wo du schon wieder... Ja, ich mach doch Brüchen. Andere Seite. Rennt doch hier nicht weg, ich will mich erstmal umgucken. Hier ist so viel Gedöns. Oh. Gut, die Demontageeinheiten sind repariert. Stimmt, soll mich das motivieren? Aber sie sind nicht mehr ganz so kaputt. Da ist einer am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Na super. Huch! Wie schön. Eieiei. Warte mal, Pause ist 5 von 9. Wir sind bei 29 Minuten. Oi. Und das weiße Gel muss ich wirklich nicht in dieser Folge mehr haben. Oh Gott, das kann ja was werden. Das war's für diese Folge. Schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, bei nur 50 Cent Aufwand pro Folge. Ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.